Heute ist es nach Auflösung örtlich dichter Nebelfelder meist wechselnd bewölkt mit Aufheiterungen. Anfangs gibt es vor allem im Westen Deutschlands örtlich Schauer. Im Tagesverlauf weiten sich die Schauer auch auf die mittleren Landesteile und den Norden aus. Vereinzelt treten Gewitter auf. Im Alpenraum wird es später regnerisch. Nach Osten zu gibt es etwas länger Sonnenschein. Am Nachmittag bewegen sich die Temperaturen meist zwischen 14 und 20 Grad, im Osten zwischen 20 und 22 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig und kommt aus unterschiedlichen Richtungen. Danach zum Sonntag muss an den Alpen und im angrenzenden Vorland bei starker Bewölkung mit schauerartig verstärktem Regen gerechnet werden. Ansonsten ist es teils wolkig, stellenweise auch klar und meist trocken. Einzelne Schauer oder kurze Gewitter gibt es lediglich noch an den Küsten und im Nordosten. Die Temperatur geht auf 12 bis 6 Grad zurück. Stellenweise bildet sich Nebel. Am Sonntag ist es im größten Teil Deutschlands wechselnd bewölkt mit Auflockerungen, stellenweise auch sonnigen Abschnitten. Vor allem im Norden und Osten entwickeln sich noch vereinzelt kurze Gewitter, während es im Westen und Südwesten meist trocken bleibt. Richtung Alpen fällt bei überwiegend starker Bewölkung noch etwas Regen, der aber allmählich nachlässt. Die Tageshöchsttemperatur liegt meist zwischen 15 und 19 Grad, in den Alpentälern darunter. Es weht schwacher Wind aus überwiegend nördlichen Richtungen. In der Nacht zum Montag fällt direkt an den Alpen anfangs noch etwas Regen. Ansonsten bleibt es bei teils lockerer, teils starker Bewölkung größtenteils trocken. Die Temperatur sinkt auf 10 bis 5 Grad ab. Einzig unmittelbar an der See bleibt es etwas milder. Gebietsweise bildet sich Nebel.